Alle soweit? Ich halte es für eine ausgesprochen kluge Entscheidung, dass Bundeskanzler Olaf Scholz den niedersächsischen Innenminister Boris Pistorius als nächsten Bundesverteidigungsminister berufen hat. Ich habe mich sehr gefreut über diese Entscheidung und ich glaube, sie ist gut für die Bundesrepublik Deutschland und sie ist vor allem auch gut für die Bundeswehr. Boris Pistorius bringt sehr viel mit für sein neues Amt. 10 Jahre Regierungserfahrung in einem schwierigen Ressort und auch in vielen schwierigen Zeiten. Diverse Flüchtlingskrisen, der Kampf gegen den Terrorismus, vieles andere mehr, was immer wieder den Innenminister voll gefordert hat. Boris Pistorius ist einer der profiliertesten deutschen Innenpolitiker. Und er hat gezeigt, dass er in der Lage ist, gerade auch in der bundespolitischen Diskussion eine wichtige Rolle zu spielen. Und vor allem, Boris Pistorius verfügt über die Fähigkeit, Autorität und Sicherheit zu vermitteln. Und das ist etwas, was nach innen für die Bundeswehr vielleicht von sehr großem Nutzen ist, mit Sicherheit aber auch nach außen in diesen Zeiten für die Öffentlichkeit. Es gibt derzeit vielleicht keine schwierigere politische Aufgabe, als das Verteidigungsministerium zu übernehmen. Und dessen sind sich alle bewusst. Unter diesen Umständen bin ich der festen Überzeugung, dass Boris Pistorius die bestmögliche Wahl gewesen ist, die Olaf Scholz treffen konnte. Das ist ein Gewinn für die Bundespolitik. Es ist ohne Frage ein Verlust für die Landespolitik. Boris Pistorius war jetzt fast 10 Jahre lang niedersächsischer Innenminister. Nur wenige Tage haben ihn von dem Landesrekord in der Amtsdauer des Innenministeriums getrennt. In diesen 10 Jahren hat er entscheidend zum Erfolg der Landespolitik beigetragen und, wenn ich das hinzufügen darf, auch zum Erfolg der niedersächsischen SPD. Die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land mussten sich um die innere Sicherheit, um den Schutz vor Straftaten im Grundsatz nie Sorgen machen. Denn sie wussten, da ist ein Innenminister, der verkörpert geradezu, dass innere Sicherheit ein wichtiges Anliegen der Landespolitik ist, dass die Polizei in Niedersachsen funktionstüchtig ist und dass wir auch unsere Verfassung schützen. Boris Pistorius stand auch immer für eine Migrationspolitik, die sehr konsequent in der Anwendung von Gesetzen gewesen ist, aber auch sehr einfühlsam in der Behandlung von Einzelfällen. Auch das hat ihm sehr, sehr viel Anerkennung auch in Kreisen eingetragen, die typischerweise den Vertreterinnen und Vertretern von Ausländerpolitik durchaus skeptisch gegenübergestanden haben. Und ich will abschließend sagen, dass es natürlich kein Wunder ist, dass jetzt das Bedauern in Niedersachsen und auch bei mir unübersehbar ist. Boris Pistorius war 10 Jahre lang einer der Bausteine für den Erfolg unserer Politik. Es ist richtig, dass er jetzt zu diesem Zeitpunkt dem Ruf des Bundeskanzlers folgt. Das ist eine Ehre, es ist auch eine Verpflichtung. Und es ist vielleicht ein gutes Gefühl zu wissen, dass der Ort, den er verlässt, mit einer gewissen Wehmut ihn ziehen lässt. Es gab eben einen sehr, sehr herzlichen Abschied in der SPD-Landtagsfraktion und der kam von Herzen. Und dem habe ich mich auch persönlich sehr gerne angeschlossen. Alles Gute für diese schwierige Aufgabe. Aber ich glaube, damit hat Niedersachsen mal wieder einen sehr, sehr guten personellen Beitrag für die Bundespolitik geleistet. Herzlichen Dank. Vielleicht noch 2, 3 Fragen, wenn Sie haben. Nun, wir müssen jetzt eine Nachfolge finden und diese Suche hat auch begonnen, die damit verbundenen Diskussionen. Das kann man nicht innerhalb weniger Stunden erledigen, aber ich werde mich bemühen, sehr schnell diese Frage noch konkreter zu beantworten, als mir das eben möglich gewesen ist. Also erstmal danke ich dem Ministerpräsidenten für seine warmen, wirklich schönen Worte, aber vor allen Dingen für die 10 Jahre herausragend guter, freundschaftlicher und vertrauensvoller Zusammenarbeit. Das erlebt man in Krisenzeiten so wahrscheinlich auch nicht überall und nicht so. Dafür bin ich sehr dankbar für den gemeinsamen Erfolg sowieso und von daher vielen Dank, lieber Stefan, dafür. Und ja, was nehme ich mit? 10 Jahre Krisen-, Verwaltungs- und Führungserfahrung nehme ich mit. Meine Kenntnisse über die Bundeswehr nehme ich mit aus Niedersachsen. Ich kenne alle wichtigen Standorte,
weiß, was die Soldatinnen und Soldaten bewegt, was die Truppe bewegt. Und das werde ich mitnehmen und freue mich auf die neue Aufgabe sehr. Da möchte ich mich gerne vollumfänglich auf meine soeben gegebene Antwort beziehen. Also warten wir es miteinander ab.